hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Also eigentlich wollte ich euch damit gar nicht belästigen, und zwar mit einer Bremse hinten an einem Lupo, und zwar eine Trommelbremse. Ja, eigentlich, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, eine Trommelbremse, aber wisst ihr was, machen wir trotzdem heute noch einmal, aber im Schnelldurchlauf, ohne viel zu schnacken, einfach den Hammer davor halten, Schlagschrauber, Schraubendreher, bam, und wir wechseln die Bremsbeläge hinten. Und ich warne euch, wenn ihr versucht, das nachzumachen, denn das ist hier kein Tutorial, sondern ich mache das mal eben schnell, weil schnell und dann raus. Und zwar wechseln wir hier so einen kompletten Satz. Das sind einmal so ein vorgefertigter Bremsbackensatz, Radbremszylinder. Also, lass uns nicht zu lange warten. Rad abmachen, Bremstrommel ab und los geht's. Übrigens, das Problem bei diesem Fahrzeug ist, wenn man die Handbremse anzieht, eine Seite zieht an und die zweite Seite gar nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Seite es ist, die nicht anzieht, aber das werden wir gleich bestimmt sehen, wenn wir die Trommel unten haben, ob es die Seite ist oder vielleicht sogar die andere. Ich werde jetzt allerdings nur eine Seite verfilmen, aber die schadhafte Seite, die zeige ich euch dann anschließend, ja, gleich oder später irgendwann einfach zwischendurch. Also, was man hier schon auf den ersten Blick erkennen kann, und zwar ist hier der Rücksteller, und der ist komplett runtergefahren. Das heißt schon mal nichts Gutes, die Bremse ist komplett runtergefahren, aber so schlecht sieht die noch gar nicht aus. Das könnte vielleicht sein, dass die Trommel extrem verschlissen ist. Die Trommel ist aber auch nicht so extrem verschlissen. Warum auch immer das hier so passiert ist, ich weiß es nicht. Aber machen wir einfach mal weiter. Die Radbremszylinder selbst, die wechseln wir ja auch. Gucken wir mal hier rein. Der ist dicht. Schauen wir uns den mal an. Der sieht hier auch dicht aus. Und sieht auch schon aus, als hätte man den vor nicht langer Zeit gewechselt. Aber ich bin mir hier nicht wirklich sicher, ob die neu gekommen sind. Weil irgendwie sieht das Ganze drumherum irgendwie ziemlich gammelig aus. Der arbeitet noch. Das ist übrigens der für die Handbremse. Der bewegt sich noch. Also hier scheint alles okay zu sein. Ja, um diesen zu wechseln, ich glaube, na, mal gucken. Ich habe eigentlich keinen Bock, das Radlager abzumachen. Ich werde es erstmal so versuchen. So, wie immer blockieren wir den Bremsflüssigkeitsfluss mit einem Holzklotz, damit die Bremsflüssigkeit nicht ununterbrochen irgendwie aus der Bremsleitung raustropft.
Brenzligkeit läuft ganz langsam von alleine durch die Schwerkraft. Aber das geht mir zu langsam. Wir entlüften das ein bisschen schneller. Und zwar trete ich jetzt ein bisschen aufs Bremspedal. Eine Sache, auf die ich besonders aufpasse, wenn ich auf das Bremspedal trete zum Entlüften, ist es, nicht komplett durchzutreten, sondern wirklich nur bis zur Hälfte. Und natürlich, wenn man das natürlich ohne Gerät macht und sowas, beobachten, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter nicht leer läuft. So, wir haben auch gesehen, dass die Bremsflüssigkeit durch die Schwerkraft von alleine läuft. Also gucken wir, ob wir Blasen im Schlauch haben, wenn es jetzt gleich blasenfrei rausläuft. Oh, ja, im Behälter fehlt jetzt schon wieder einiges. Quasi haben wir da so viel drin, wie wir es gerade, als wir es geöffnet haben. Und wir haben schon einiges durch. So, da, Bläschen, da kommen die ersten Bläschen, zack. Das kann aber auch sein, dass das hier ganz einfach durch den Anschluss kommt, die Luftblasen. Denn wenn ich den Anschluss jetzt ein bisschen auf Druck halte, das Gewinde reindrücke, dann könnte es sein, dass die Bläschen aufhören zu laufen. Na gut, wir warten, bis hier einfach mal sich ein bisschen was ändert. Ah, ich sehe, hier kommen ständig neue Bläschen. Um hier sicher zu sein, ob die Bläschen wirklich durchs Gewinde kommen oder wirklich aus dem System. Nehmen wir ein bisschen auf. Zack, ein bisschen hochziehen. Ja, es werden Bläschen werden hier durchs Gewinde gezogen. Dann wenn wir den jetzt abziehen, da tröpfelt es ganz, ganz wenig. Ohne Bläschen. Das Problem ist ganz einfach, durch die Kapillarwirkung, dadurch, dass die Bläschen hier hochsteigen, entsteht ein Sog hier im Schlauch und er zieht sich durch das lose Gewinde Luftbläschen rein. Gut. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich so, ihr entlüftet das natürlich nicht so wie ich, sondern macht es zu zweit oder mit einer Maschine, sodass gar keine Luft drin ist. Um sicherzustellen, ob wir ganz zum Schluss Luft drin haben, das zeige ich euch natürlich zum Schluss. Tja, Leute, fertig mit der Bremse hinten. Die linke Seite habe ich auch erneuert. Und wir betätigen das Bremspedal einfach volle Pulle. Ich habe es natürlich schon ein paar Mal betätigt. Die Handbremse auch schon eingestellt. Die Handbremsseile sind auch zu lang. Das Ding reicht immer noch bis zum Mond. Ich habe schon die Schrauben hier nachgestellt. Und die Steller manuell noch mal so ein bisschen runtergezogen. Also die Ankerplatte muss neu, die Bremstrommel muss neu und die Handbremsseile müssen neu, damit das alles Taco wird, damit das Auto wird wie neu. Mit dem Belegen allein hat sich das nicht erledigt. Deshalb auch dieser dieser Kanonenschlag mal eben schnell bam, 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 damit die linke Seite zumindest mitzieht und es ist so links, rechts bremst, zumindest gleichmäßig. Okay, ja, Bremse voll draufgetreten, gehalten, Bremsflüssigkeit stand natürlich geprüft und weil das Ganze so schnell ging, machen wir jetzt nochmal was anderes. Da hatte ich das Auto vor kurzem hier und die ließ sich von innen nicht öffnen. Da habe ich so was Cooles hier gebaut. Eigentlich ist das ein richtig geiles Designstück und es könnte so bleiben. Aber irgendwie, ich verstehe ihn auch nicht. Er will ganz einfach, dass wir hier wieder den originalen Türgriff einbauen. Beziehungsweise ich habe einen Zubehörtürgriff gekauft und den werden wir hier eben reinschmeißen. Also zerlegen und den Türgriff, den ich hier rausgerissen habe,
reinklipsen und dann wird das alles wieder schön. So, endgültig fertig. Der Türgriff ist jetzt auch repariert. Für alle die, ach ja, eine Sache noch, ne? Mit der Bremsleitung, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das Mütterchen hat sich hinten nicht drauf drehen lassen. Hätte ich ein bisschen Zeit, da hätte ich die Bremsleitung mit erneuert. Aber, hey, ihr kennt's doch. Nein, habe ich nicht. Deshalb, ich weiß, was demnächst, wenn ich da jetzt nochmal dran gehe, weil die Handbremse lässt sich auch ein bisschen hochziehen, ne? Wenn das wirklich Taco werden muss, dann mache ich einen Rundumschlag. Nicht einen Kanonenschlag, sondern einen Rundumschlag. Und dann wird alles neu gemacht, damit das auch wirklich Taco ist. Aber jetzt auf die Schnelle, fertig, Türgriff ist drin. Man kann wieder ein- aussteigen, man kann wieder anständig bremsen. Und da hätte ich gesagt, Leute, wär's das in diesem heutigen Video? Geil, oder? Schnell, zackig, mal eben fertig, ohne viel zu schnacken. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, den einen oder anderen ein bisschen helfen. Ja, nehmt von diesem Video auf jeden Fall keinen Tipp mit nach Hause oder mit in die Werkstatt. Lasst es lieber als Video dastehen und fertig. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst auf YouTube. Tschüss, euer Schrauber.